Willkommen zur großen Schlacht. Betretet das Tor zum silbernen Turm von Kristallsäulengang aus. Die Götter sind unergründlich. Tapfer habe ich gekämpft und doch verurteilt Imperius mich. Ich weiß jetzt, warum wir nicht einen einzelnen Gott, sondern allen dienen müssen. Der Wille eines Gottes ändert sich, doch der vieler ist beständig. Ich muss weiter durch das Tor zum silbernen Turm. Und das machen wir auch. Zack. Diablo wird den Kristallbogen auf dem silbernen Turm verderben. Ich muss ihn aufhalten oder die Himmel sind für immer verloren. Das ist unsere letzte Hoffnung. Tyrael und ich werden auf den Turm steigen und gegen den Herrn des Schreckens kämpfen, egal was im Weg ist. Genau. Mit Tyrael an der Seite können wir nicht verlieren. Das ist besorgniserregend. Ihr überquert von der ersten Ebene des silbernen Turms aus die große Spanne. Die Götter befinden sich in größerer Gefahr, als ich dachte. Chaos und Zerstörung haben Dunkelheit über ihre Lande gebracht. Diablos Macht hat das Gefüge empfindlich außer Gleichgewicht gebracht. Zu seinem Vorteil. Ich kann nicht ergründen, was geschehen wird, wenn er erfolgreich den Kristallbogen verdirbt. Tyrael und ich müssen uns eiligst auf den Weg machen, bevor er dieses Reich vollkommen verloren ist. Und hier geht schon was kaputt. Das scheint die Versicherung zu bezahlen. Da ist nicht wirklich den eingeblendet, oder? Leer? Okay. Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel zu werden? All euren tapferen Taten zum Trotz ist doch das Einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln. Ihr seid ein wahrer Retter, nicht wahr, Nephalem? Das war nicht so gewollt. Bitte. Aspekt des Schreckens. Ja. Der hat ausgehalten. Aspekt des Schreckens. Der silberne Turm. Ebene 1. Diablo erklimmt den Turm zum Kristallbogen. Wir müssen uns beeilen. Mira Emen, okay. Eigenen Mann dazu bringen, mich zu töten. Ich hätte gerettet werden können, aber ihr habt ihn gezwungen, mich niederzustrecken. Naja, so genau war das aber auch nicht. Aspekt der Lügen. Der rennt weg. Dazu muss ich aber auch sagen, das ist auch wieder verschieden getriggert, was da kommt. Also Zufallsprinzip. Aspekt der Lügen, Aspekt des Hasses, Aspekt der Zerstörung, Aspekt der Sünde. Solche Sachen. Alle der sieben Übel. Wow. Deutlich kaputter, als ich dachte hier. Der Sturm bricht los. Zudem sehe ich die Gegner teilweise gar nicht. Diese Schatten, die sind so schwer zu sehen. Da gibt's. Ja, wir können durch Feuer laufen, das ist geil, ne?
Das kann ich auch. Bitte. Gefolterter Engel, okay. Ja, ganz schön zerstört. Ich hoffe, ihr hört mich. Ansonsten verzeiht's mir, das ist teilweise hier laut im Kriegslärm. Die Verderbnis kann euren Geist nicht länger fesseln, Engel. Naja, vielleicht. Aber doch beim nächsten Speicherpunkt mache ich Ende. Mal gucken. Vielleicht wird es doch nur eine Aufnahmesession, die nächste. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall plätten wir die ab in einer einzigen Folge, in der letzten nämlich. Alles darüber hinaus wäre Diablo Special. Und dann zeige ich euch noch ein paar die anderen Charaktere, die ich angefertigt hatte. Oh, so viele Engel. So, wir gehen hier nochmal entlang. An der Seite, am Rande. Nur so am Rande gehen wir entlang, ne? Ah, ich glaube, da hat ein Level abgehabt. Hat er? Ja, er hat. Hat mehr Schaden. Ja, wieder mal sind wir terrorisiert. Alter, ist die Ebene groß, ey. Wahnsinn. Der Sturm bricht los. Krass. Riesig. Hier geht's auch entlang. Das ist schlimmer, als ich befürchtet hatte. Wir werden sie alle umbringen. Wir werden sie alle umbringen. Wenn das was bringt. Ist auf jeden Fall die Säulen schon mal total durchgebrannt. Ah. Lass mich doch einfach mal durchlaufen. Blockieren die mir den Weg? Das mal hier auf den Tod nicht ausstehen. Oh, die Decke stürzt ein. Nicht gut. Oh, die Erschaffung von Sanctuario, Teil 1. Ich kannte Inarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weilte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden, um Frieden zu erreichen. Die Dämonin Lilith wurde zu seiner engsten Verbündeten in der Hölle und viele andere Dämonen und Engel schlossen sich ihm an. Wenn ihr einige Texte nicht versteht, dann müsst ihr ja HD schalten und lesen.
Naja, es sei denn, ihr seid Telekom-Kunde, da wird es ein bisschen schwierig. Bei der gedrosselten Leitung. Wobei, teilweise geht das mit HD. Ich, eine 6000er Leitung, kann HD schauen zum Teil. Und ich bin Telekom-Kunde. Zum Teil funktioniert's. War das gerade ein Bug? Boah, wie fies. Stacheln aus dem Boden. Wir waren irgendwie Sukubi, oder? Oder sah es nur so aus? Muss ich doch. Dam-dam, dam-dam. Dam-dam, dam-dam. Ey, bald schon wieder Level up. Der taucht doch einfach so auf, mittendrin. Na, ich glaube, der Iskatu, der rennt, oder der... Schreckensdämon kommt immer wieder so mittendrin. Ey, Erschaffung von Sanctuario Teil 2. Nachdem er Anhänger um sich geschart hatte, nahm Inarius den heiligen Weltenstein an sich und benutzte ihn, um eine Welt zu erschaffen und zu verbergen, die er Sanctuario nannte. Dämonen und Engel flüchteten sich dorthin und einige von ihnen, darunter Inarius und Lilith, verliebten sich ineinander. Kinder entsprangen vieler dieser Verbindungen. Diese wurden die Nephalem genannt. Ja. Dämonenkinder, beziehungsweise eine Mischung aus Dämonen und Engel. Die große Spanne. Der Geist des Engels ist frei. Einen Speicherpunkt erreicht, ne? Ja. Dann würde ich sagen, ist hier doch tatsächlich mal eben Pause. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir dann die große Spanne überqueren. Und dann im Anschluss Diablo umbringen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye bye. Wir werden uns wiedersehen.